So, meine Freunde, hier sind wir jetzt wieder bei Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Ja, wir sind jetzt schon 50% durch, das heißt also die Hälfte haben wir schon ab jetzt durch. Im letzten Part hatten wir den C13 Arc gemacht, beziehungsweise den C13 Film. Heute machen wir den Broly, der legendäre Super Saiyan Film. Und ich hoffe, ihr habt natürlich Bock. Er ist da, der legendäre Super Saiyan Broly. Wer kann ihn aufhalten? Ich nicht. Oder ich schon. Battle, the other Z fighters were having a picnic, only to encounter the legendary Super Saiyan Broly. Broly pursued Goku as though he was guided by some strange compulsion, and forced the Z fighters to confront his overwhelming power. Calling upon the power of his friends, Goku has placed their hopes for victory in a single epic attack. You know, ich denke mal, jeder von uns kennt bestimmt den Broly-Film. Ich glaube nicht, dass ich euch da irgendwas erklären muss. Aber wie gesagt, der Film war ganz cool. Jetzt habe ich meinen Bildschirm ausgestöpselt. Fuck. Nein, ich komme sofort wieder. So, Vegeta und die anderen nehmen eine Einladung des geheimnisvollen Saiyajin Paragus an. Was stand da? Paragas? Son Goku erfährt währenddessen von Meister Kaio, dass ein Super Saiyajin die südliche Galaxie zerstört hat. Als Son Goku die Energie dieses Saiyajins spürt, eilt er mit Hilfe einer Teleportation zu ihm und um ihn zu stellen. Statt eines wütenden Saiyajin findet Son Goku einen ruhigen jungen Mann vor, doch als Broly ihn sieht, tobt er vor Wut. Goku, woher kennst du mich? Aus dem Internet. Lavu. Warum kämpfen wir nicht in der Base von? Ach ne, warte, der erste Kampf war ja auch so gegen ihn, stimmt ja. Oh. Ja, wir stehen uns einfach mal so gegenüber und laden uns einfach mal so ruhig auf. Warum nicht? Wenn ich bin, findet ihr besser, findet ihr den neuen Broly besser in den Item. Das würde mich ja schon mal interessieren. Genau, und das weiß ich auch bald. Also ich denke, da werden noch ein paar Filme vorher kommen. Ich denke, wir werden auch bald mit der Buu-Saga starten. Da habe ich schon Bock. Die Buu-Saga ist irgendwie meine Lieblingssaga, weil da sind so viele coole Charaktere. Super Saiyan 2 Goku, Super Saiyan 2 Vegeta, Super Saiyan 3 Goku, Majin Vegeta, Vegetto und so viele geile Sachen. Dit! Er ist besiegt! Ja. Der Kampf zwischen Son Goku und Broly tobt weiter. Die Gegner sind aneinander ebenbürtig. Lässt du denn niemals nach? Das ist dieselbe Macht, die ich vorhin gespürt habe. Du hast die südliche Galaxie vernichtet, oder Broly? Brolys Macht steigt von Sekunde zu Sekunde sprunghaft an. Ihr scheint keine Grenzen zu kennen. Vegeta spürt dies aus der Ferne und eilt zum Ort des Kampfes und scheißt sich vor Angst in der Hose. Das weiß ich noch. Der Film war ja echt creepy mit Vegeta. Ja, tschüss vor den legendären Super Saiyajin. Das als Prinz der Saiyajin. Da haben sie Vegeta wirklich lächerlich zu Mickey Mouse gemacht, ohne Witz.
Das haben sie in Dragon Ball Super auch gemacht, wo er den Schnuller tragen musste, aber da auch. Vegeta eilt zum Ort des Geschehens, um festzustellen, ob Broly der legendäre Super Saiyan ist. Und um ihn zu Kampf zu fordern. Was? Sag bloß, du bist der legendäre Super Saiyan. Du wagst es, mich zu täuschen. Du willst mich verarschen. Der hat doch gar nicht gegen ihn. Doch, hat er wohl einmal. Genau, einmal, aber da war Broly schon verwandelt. Vorher hat er nicht gegen ihn gekämpft, da hat er sich ja vor Angst noch in die Hose geschissen. Alter, warum ziehen wir so viel? Maximaler Finisher. Pff. Steh auf. Ja, immer in so einen Laden kennen machen. Oh, scheiße, ich hab es nicht gewusst, dass er ihn auflädt, den Dreck. Ups. Egal. Dreck. Ich sag mal, Broly war früher von den Dragon Ball Z-Filme eines meiner Lieblings-Dragon Ball Z-Filme. Ich weiß auch nicht warum. Hab ich überhaupt getroffen? Ah, wir haben getroffen, aber es lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ach ja, ich kann gar nicht warten, bis es endlich morgen ist. Naja. Unbeeindruckt von Vegetas Angriff verwandelt sich Broly in den legendären Super Saiyan. Das ist der legendäre Super Saiyan. Nein, er wird uns alle töten. Ich weine gleich. Vegeta erkennt Brolys Macht und verliert seinen Kampfeswillen. Ja. Zagoku und Zangoran geben nicht auf und werfen sich Broly in den Weg. Ich weiß auch nicht, was Vegeta da für einen Auftrag hatte, weißt du? Immer der harte Kämpfer und dann. Bei Broly kackt er sich in die Hose. Aber ich muss auch sagen, Vegeta ist auch wirklich mal der, der am meisten aufs Maul bekommt. Da müsst ihr mal wirklich in den Filmen oder Episoden darauf achten. Vegeta, der kriegt immer dreimal so hart aufs Maul wie Son Goku. Son Goku und Son Gohan kämpfen tapfer mit den legendären Super Saiyan Broly. Doch besteht wirklich Hoffnung, Brolys grenzenlose Macht zu brechen. Mit dir wird das Gemetzel beginnen. Ich bin auch gespannt, also ich wäre auch gespannt gewesen, wenn Son Gohan, sage ich jetzt mal, also Son Gohan, der kleine Team Gohan Super Saiyan 2 geworden wäre und Broly damit angegriffen hätte, ob das nützlich gewesen wäre, was denkt ihr? Denn Super Saiyan 2 Son Gohan gegen Broly hätte ich gerne mal gesehen. Lach nicht so. Mama, Broly! Chichi hätte kommen müssen, mit Kaioken. Ah, Super Saiyajin! Guck mal, ich bin ein Super Saiyajin, siehst du? Aua! Please stop that! Don't touch me! Eine Anlänge Abstand, bitte! Das wäre echt mal gespannt, wenn Son Gohan wirklich mit Super Saiyan 2 gegen den Broly gekämpft hätte, wie das abgelaufen wäre. Das wäre bestimmt interessant gewesen. Vater Sohn, kann er mehr? Oh Gott. Dreh. Vater Sohn, kann er mehr? Nochmal. Und da gibt es einen schönen Nackenklatscher hier und dann. Mei, ha, mei. Ah! Ach ja, das wäre auch ein schönes Ende gewesen für Broly. Einfach mit der Vater-Sohn-Kamera ausgelöscht. Naja. Ich denke mal, wie gesagt, danach werden wir wahrscheinlich den Bojack-Arc bekommen. Und danach schätze ich, keine Ahnung. Son Goku und Son Gohan werden von Broly Stärke überwältigt. Zeig mir deinen Kampfeswillen oder ich vernichte diesen Planeten. Vergiss es. Son Gohan, halte dich nicht zurück. Gib ihm alles, was du drauf hast. Okay.
Son Goku wird zum Super Saiyan und auch Trunks greift nun in den Kampf ein. Nein, ich will nicht speichern, jetzt ist egal. Jetzt ist es nervt ein bisschen, wenn er immer so. Wenn er immer dieses. Möchtest du speichern? Nein, möchtest du speichern? Trunks. Trunks. Piccolo müsste eigentlich auch noch kommen, ne? Als Trunks ankommt, greifen die drei Super Saiyajin Broly gemeinsam an. Können sie Broly wirklich aufhalten? Er ist ein Monster. Wenn wir ihn leben lassen, löscht er das ganze Universum aus. Diesmal dürfen wir nicht verlieren. Halt, ihr könnt ihn nicht besiegen. Er ist der legendäre Super Saiyajin. Ach, Vegeta, du hast da eine Pussy. Guck mal, dein Sohn kämpft sogar gegen ihn. Mensch. Schämen solltest du dich. I see you. Hier bin ich. Oh oh. Grand Attack. Komm her, Thaddeus. Geh doch. Ach, ich freue mich schon. Wie gesagt, wir werden ja sowieso, sobald wir das die Story durchhaben, werden wir ja noch nicht mit dem Spiel fertig sein, sondern wir haben ja noch vor, und zwar die Story dann nochmal, ach die Story, nochmal jeden Charakter einmal zu spielen mindestens. Und dann, weg, müssen wir auch noch gucken. Ja, also wir müssen auf jeden Fall jeden Charakter werden wir auf jeden Fall nochmal spielen. Oh, ich habe zu langsam gedreht, was? Also jeden Charakter spielen wir dann mindestens noch einmal. Und ja, dann wird auf jeden Fall abgestimmt in meinem Community-Tab, welches wir als nächstes spielen, ob es der dritte Teil sein wird, ob es ja was weiß ich. Stellen Sie bitte auf. Cool, jetzt bin ich genauso fett wie du. Oder so aufgepumpt. So, ich greife halt stundenlang langsamer an als du. Na wirklich. Wir werden auf jeden Fall noch viele Stunden an diesem Game verbringen. Allein schon weil wir doch so viel haben. Wir haben jetzt gerade die Story zu 50% durch und wir müssen nochmal jeden Charakter spielen. Das kann dauern. Selbst mit vereinten Kräften können Son Goku und die anderen Broly nichts entgegensetzen. Du gibst einfach nicht auf, was? Meine Stärke steigt. Sie kocht bald über. Piccolo, der den Kampf weit entfernt spürt, eilt seinen Freunden zu Hilfe. Ja, es war wie gesagt ein cooler Film, fand ich. Ich meine, diese Minispiele, die von früher, die waren immer ganz cool, so in der Ladezeiten. Mit Piccolo an ihrer Seite greifen die Zeitkämpfer Broly erneut an. Noch eine Motte fliegt zur Flamme, was? Tu dein Schlechtestes. Ich, ein Monster? Was? Das passt ja überhaupt nicht. Das passt ja überhaupt nicht zum Dingster, was? Tu dein Schlechtestes und er sagt, Monster, hä? Gibt nur Sinn, lol. Diese Fehler habe ich von früher gar nicht bemerkt. Oder war das jetzt mein Fehler? Hau ab, Piccolo! Lichtgranate! Ich habe getroffen. Hier bin ich, hallo. Special Beam, auch letzte Zeit. Alter Broly gibt mir eine Schelle und ich bin am Umkippen. Die Höllengranate. Ja toll, das hat ja jetzt voll was gebracht. Aber ja, ich bin Piccolo. Ich bin genauso grün wie du. Also ich denke mal, je nachdem, ich denke mal, ich werde es heute aufnehmen. Bis auf jeden Fall, bis wir zum nächsten Arc kommen, also bis zum Buu-Saga.
Und es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, weil wie gesagt, Bojack kommt ja noch. Nein, das ist ja Dienstag. Mit 13, Opsala. Ich muss sagen, Brody Arke kann schon lange. Zack, zack, zack. Die Situation scheint für die Z-Kämpfer aussichtslos zu sein. Ich dachte, ich wäre stark, aber der Kerl schwebt in völlig andere Dimensionen. Gleichzeitig kommt Vegeta dank seines Saiyajin-Stolzes wieder zu Kräften und zieht in den Kampf. Ich weiß, dass sie diese Narren nicht gewinnen können, aber ich kann nicht einfach herumstehen und zusehen. Ja. Naja, so war das alles. So war das alles, aber war wie gesagt ein geiler Film. Stimmt, der Film ist cool, den hatten wir ja schon. Cooler, den Film hatten wir ja schon. Nachdem sein Kampfgeist zurückgekehrt ist, führt Vegeta Trunks in den Kampf gegen Broly. Stehe nicht so untätig herum, Trunks. Das sagst du. Das sagst du. Jetzt stehst du mir gegenüber dem Prinzen aller Saiyajin. Dann werde ich dich mit Freude sterben sehen. Eieieiei, hier sind ja wieder Texte hier. Heute würde das bestimmt wieder so sein. Wenn das Wort sterben und töten drin vorkommt, dann wird das bestimmt auf 16. So stark wie auf jeden Fall Kakarot. Ja. Und. Gesiegt oder fast. Komm her, Broly. Wer ist wieder? Sommer. Aber ganz ehrlich, von Brolys Armen möchte ich auch keine Schelle bekommen. Ne? Also wenn der einen haut. Oh je. Das würde auf jeden Fall wehtun. Big Bang! Super Saiyan 2. Super Vegeta, sorry. Komm, ich hab doch gerade meine Attacke gemacht. Kannst bitte jetzt nicht hauen hier. Geh weg. Big Bang. Oh. Und weggekickt. Hau weg die Scheiße. Und wir sind immer noch nicht fertig. Ja, leck mich doch am Dudelsack. Na gut, jetzt kommt ja noch der Kampf zwischen Son Goku und Mr. Broly. Obwohl Vegeta mutig kämpft, ist Broly wieder einmal zu stark wie ich. Ist das alles? Müll bleibt eben Müll. Die Wettkämpfer sind bereit, sich ihrem Schicksal zu beugen. Doch entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen, erhebt sich Son Goku noch einmal. Wie immer. Ich möchte ihn nicht speichern. Bist du Thaddeus? Okay, wir sind Super Saiyan. Cool. Ach ja, Leute. Meine Oma sagt immer, das Leben ist beschissen wie eine Hühnerleute. So, obwohl der Brolys unglaublicher Macht offensichtlich nicht gewachsen ist, weigert Son Goku sich nachzugeben. Wir dürfen ihn nicht einfach gewähren lassen. Ich werde nicht verlieren. Na dann mal los, du wirst hier sterben. Dürfen wir nicht einfach gewähren lassen, ich werde nicht verlieren. Leiht mir eure Kraft, nur so können wir ihn aufhalten. Beim letzten verzweifelten Versuch, Broly zu besiegen, sammelt Son Goku die Energie seiner Freunde. Doch wird Son Goku stark genug sein, um den legendären Super Saiyan Broly zu besiegen? Damit kommst du nicht durch! Ach ja. Ready? Back, hallo. Aua. Don't touch me. Jetzt zieh noch mehr, du Affe.
Mich verarschen. Hopp. Ah, jetzt hast du es, aber das tat doch bestimmt weh, oder? Ja, tat wohl nicht. Weg. Wie Blitz Kamikamika. Go. Weg. Gib sie bitte. Aua, es tut mir weh. Meteorschlag! Okay, er trifft noch. So, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Origin Seele. Mag sie nicht. Bitte machen Sie eine Armlänge Abstand. Dreck! Bitte seien Sie tot. Glaube ich irgendwie nicht. Bitte, 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 bitte. Ja, sollte klappen. Ja. Wir haben es abgeschlossen. Der ultimative Zukunftskrieger. Hm? Müssen wir jetzt die Geschichte von Trunks nochmal nachspielen? Den haben wir doch schon, oder? Waren die denn jetzt mit ultimativer Zukunftskrieger? Unmöglich! Goku steckt all seine Macht in einen Angriff und beendet endlich Brolys Amoklauf. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Entgegen jeder Hoffnung haben die Z-Kämpfer gemeinsam den legendären Super Saiyan Broly besiegt. Wir kehren auf die Erde zurück und genießen ihre wohlverdiente Ruhepause. Ja. Ja, und damit hätten wir diesen Arc oder beziehungsweise diesen Film auch schon abgeschlossen. Und den nächsten Part, den ultimativen Zukunftskrieger, wen meint ihr damit? Das bin ich gerade selber ratlos. Zukunft, Zukunft, da kann auch nur Trunks sein. Wer ist der ultimative Zukunftskrieger? Wer ist das? Ah, okay, jetzt kommt erst jetzt. Ah, okay, Trunks kehrt in der Zukunft zurück. Ah, okay. Ach so. Gut, dann machen wir das im nächsten Part und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis jetzt, sehen wir beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.